Jetzt zu einem düsteren Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte, dem Schicksal von Heimkindern. Bis in die 70er Jahre sind Heimkinder in Einrichtungen geschlagen, gequält und sexuell missbraucht worden, und zwar tausendfach. Ein Aspekt ihres Leidens kommt erst jetzt richtig ans Tageslicht. Es verdichten sich Hinweise, dass Heimkinder auch als Versuchskaninchen für Medikamententests benutzt wurden, wehrlos, ohne ihr Einverständnis. Nach Meinung vieler offenbart sich in diesem Missbrauch noch der Geist der Nazizeit. Knapp 100.000 Menschen mit Behinderung oder psychiatrischen Problemen sind in den Jahren 1949 bis 90 in Heimen oder sonstigen Einrichtungen misshandelt worden. In der Bundesrepublik oder der DDR. Aber nie entschädigt. Dass Kinderheime in den 50er, 60er und bis in die 70er Jahre keine Inseln der Glückseligkeit waren, das ist bekannt. Gewalt, Missbrauch, immer wieder hat das in den letzten Jahren für Empörung gesorgt. Zu dieser Aufarbeitung würde auch gehören, die Opfer von damals wenigstens halbwegs zu entschädigen. Und sei es wenigstens mit einem Rentenanspruch für die Jahre geleisteter Fronarbeit als Torfstecher. Irgendjemand muss auch im Rückblick Verantwortung dafür übernehmen. Die oberste Überschrift muss stehen, eine schonungslose Aufklärung. Eine schonungslose Aufklärung, die keine Rücksicht auf Verantwortlichkeiten nimmt. Und die Wahrheit ist die, dass es Vorkommnisse gab, die mit Menschenrecht denn nicht vereinbar sind und uns fassungslos machen. Zahlreiche Menschen haben in den Einrichtungen der Behindertenhilfe und in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in den Jahren 1949 bis 1975 unsägliches Leid erlebt. Körperliche Züchtigung, sexuelle Gewalt, Isolierung, Fixierung, Demütigung oder Medikation zur Ruhigstellung. Die Elektroschocks wurden auf Anordnung von Ärzten zuhauf durchgeführt. Zum Zwecke der Disziplinierung, der Behandlung von Schizophrenie und einer weit verbreiteten beliebten Begründung, nämlich um häufig wechselnden Geschlechtsverkehr zu heilen. Die haben mich so zusammengeschlagen und anschließend äußerst brutal geschändet, bis sie mich blutend und weinend zurückließen. Diese Brutalität, die hätte ich beinahe nicht überlebt. Da gehe ich jetzt mal ins Wort. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Unternehmen in so eklatanten oder so klaren Fällen, wo es auch nachgewiesen ist und wo sie es auch zugeben, dass sie da einer Entschädigung nicht zustimmen. Das kann ich mir nicht vorstellen.